Hallo und willkommen hier zur 48. Folge. Ja, sobald der Autosale vorbei ist, seht ihr hier Stau, Stau ohne Ende. Ja, und das Problem ist hier, der Zug verstopft alles. Wir werden jetzt mal hier einen Wegpunkt hinsetzen. Wenn es denn gehen würde. Warum kann ich hier keinen Wegpunkt hinsetzen? Ach, ja, okay. Wegpunkt. Ja, wir haben kein Geld mehr. Das ist nämlich jetzt das Problem. Dadurch habe ich das nämlich gemerkt. Ich weiß ja nicht, ihr werdet es bestimmt schon in den letzten Folgen mir in die Kommentare geschrieben haben. So, und dann hoffe ich mal, dass wir das so jetzt wieder gelöst bekommen. Das ist hier die 1. Also dann gucken, ob wir jetzt so das Ganze rausbekommen. Die ganze Geschichte gelöst. So. Jetzt werden wir hier auch eine Unterführung bauen. Also das ist hier auch nicht mehr tragbar. So. Toll. So. So, und das machen wir hier noch so. Und dann sollte das hier hoffentlich mit dem Geld alles wieder funktionieren. Wir haben hier nämlich ordentlich Verluste gemacht in den letzten. So, dann werden wir gleich mal wieder zurückzahlen hier. Und dann bin ich mal gespannt, dass alles hoffentlich wieder vernünftig anläuft. Ja, die ganzen Linien haben jetzt hier halt massiv Verluste geschrieben. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht dann hier auch anders lösen. Aber das machen wir nach und nach. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir hier wieder aus den Miesen kommen. Aber hier kommen wir jetzt erstmal wieder vernünftig oder ordentlich Züge an. Ich würde, glaube ich, ja. So, dann das Ganze so hier machen. Der fährt hier wieder rein.
Geld, das Geld kommt auf jeden Fall wieder rein und ich denke mal, dass das dann noch relativ schnell alles wieder ins Plus kommen sollte. Genau. Straße macht dann auch wieder deutlich weniger Verlust, wenn hier der Verkehr wieder rollt. Na, hier wird sich jetzt erstmal massenhaft Zeug stapeln. Aber das funktioniert auch alles erstmal wieder. Gut, sehr schön. Hier kommt auch wieder was an. Sehr gut. Der Knoten hat sich gelöst. Was ist hier? Achso, das sind die. Okay. Was ist mit euch hier? Ja, das funktioniert auch erstmal. Dann werden wir hier bestimmt bald wieder noch einen Zug einsetzen. Weil ich hatte eigentlich schon vier auf der Strecke. Aber ich hatte jetzt, weil ich erst dachte, dass ich einfach zu viele Züge vielleicht auf die Strecke gesetzt habe, wieder einen weggenommen. Aber dann wird das höchstwahrscheinlich, dann war das ja, es war ja prinzipiell jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Fahrzeuge verwalten. Nicht genügend Geld. Was kostet denn hier ein so ein Zug? 70 Millionen. Ja, gut. Das ist natürlich ordentlich, ja. Das sind die vier Loks am Anfang. So, das funktioniert hier auch alles wieder. So. Ach. Kurz warten, bis wieder Geld reinkommt. Ja, das ist jetzt mal eine Folge, wo wir aus den Schulden wieder raus müssen. So, sonst noch irgendwo? Nö. Fahrzeuge verwalten. Wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon mal dabei sind. Genau, zur nächsten Folge sollte dann auch die Umfrage durch sein, die ich ja vergessen hatte. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht zu böse. Und so, das funktioniert hier alles wieder. Die Linie sollte auch wieder Gewinn machen, ordentlich, genau. Die dann bestimmt auch wieder, zumindest ein bisschen. Ah, die ganzen Wartezeiten gefallen mir hier im Prinzip eigentlich noch nicht. Aber es geht schon noch. Die Linie macht auch wieder Gewinn. Also sollte ja. Genau, passt wieder. Eieieiei. 182 Millionen Verluste gemacht. Ich sollte doch öfters mal aufs Geld gucken. Ich wäre natürlich prinzipiell auch gut, wenn wir irgendwas hätten, was der Zug hier zurücknehmen könnte. Mitnehmen könnte. Irgendwas. Funktioniert hier wieder der Transport? Wie sieht es hier aus? Funktioniert auch wieder. Das hier läuft ja die ganze Zeit, Versand, aber hier haben wir das Problem mit hier. Okay, der produziert auch wieder. Ja, das muss jetzt alles wieder anlaufen. Dann kann ich hier mal Stufe 2 machen. Die Waren. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir einfach aus der Folge mal eine kleine Optimierungsfolge. Gucken wir uns hier alles mal ein bisschen an. Wie das denn hier alles so aussieht. Wir fangen mal am besten mal mit den Zügen an. Die mit den größten Verlusten. Ja, gut, der hängt hier, glaube ich, mit dran, wa? Ja, genau, der hängt hier mit dran. Das ist dann klar. Der RE macht hier noch Verlust. Okay, Linie verwalten. Nee, nicht Linie verwalten. Fahrzeuge verwalten.
Wir machen hier mal eine andere Lok hin. Die vielleicht ein bisschen günstiger ist. Nee, das ist zu viel. Das ist auch zu viel, das ist auch zu viel, das ist auch zu viel. Nehmen wir mal die. Gucken, ob das Ganze vielleicht ein bisschen günstiger macht. So, das haben wir. Der. Okay, das ist der. Den könnten wir. Können wir ja auch nochmal zwei Wagen wegnehmen. RE-Flug. RE-Ludwigshafen, welcher ist das denn? Okay. Echt, hier fahren nur so wenige mit? Nö. Na gut. So, ja gut, der hat schon immer Verluste gemacht. Ansonsten geht's bei den Zügen eigentlich. Es sind halt wenige Züge, die den... Machen wir das so. Gut, wie geht's hier weiter? Straßenbahn. Straßenbahn machen alle Verlust, okay. Aber die sind doch im Prinzip gut ausgelastet. Machen wir mal eine weg. Auch eine weg. So. Okay, das ist die Linie. Die hier. Okay, warum das? Warum produziert ihr nicht mehr? Was ist denn hier mit der Stadt passiert? Wo habt ihr das hingefahren, hier runter war? Und warum produziert ihr hier nicht mehr? Hä? Seit wann ist das denn? Ja, das ist Waren, das ist klar, Treibstoff. Gebäude. Hä? Warum produziert ihr hier nicht mehr? Hier produziert hier auch nicht mehr. Warum nicht? Die hier hinten ja dann logischerweise auch nicht. Warum versenden die nicht mehr?
Was ist denn jetzt hier das Problem? Dass mir hier die komplette Versorgung zusammengebrochen ist. Das heißt ja dann, dass du hier auch schon seit Jahr und Tag wahrscheinlich kein Öl mehr hin und her gefahren wirst. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Der ist noch angebunden. Der ist auch angebunden. So, na gut, hier ist klar, die müssen hier fahren. Wo liegt hier der Fehler? Machen das anders. Fahrzeuge verwalten. Das läuft ja schon eine ganze Weile. Warum? So, wir machen das hier mal neu. Hier auch Fahrzeuge verwalten. Alle verkauft. Linie verwalten. Weg. So, jetzt machen wir das mal neu. So, hier wollen wir Öl von hier zur Raffinerie bringen. Dann ist das LKW Öl zur Raffinerie Überlingen. Cargo. Fünf Stück. Hä? Plötzlich geht's wieder. LKW Öl nach. Achso, Raffinerie Überlingen. So, bin ich ja mal gespannt. 8 Stück. Wie sieht es jetzt hier aus? Naja, gucken wir mal. So, hier wird auf jeden Fall produziert.
So, genau, der produziert jetzt. Gut, dann können wir jetzt von hier nach hier und dann einmal da halten. Immer da halten. Ist das hier? LKW Öl nach Treibstofffabrik. Stetten. Stetten. Haben wir hier irgendwo ein... Ja, da hinten. Nehmen wir Oma 6. So, jetzt bin ich mal gespannt. Funktioniert wieder. Komisch. Was war denn hier das Problem? Was war hier das Problem? So, hier der Versand läuft auch auf Hochtouren oder läuft langsam hoch. Ja. Das muss ja sich erst einpegeln, das ist klar. Gut, an dieser Stelle würde ich die Folge beenden. Das war echt seltsam, also ich bin immer noch leicht verwirrt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Ich beobachte das Ganze hier mal noch eine Weile und dann hoffen wir mal, dass das besser läuft. Und in der nächsten Folge können wir dann mal gucken, ob wir mit Geld weiterspielen oder ob ihr entschieden habt, dass wir das nicht tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.